Trixie. Alter Schwede. Wow. Der hat zwar jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Ringe geschossen gefressen, aber ist mir scheißegal. Das war ja eine scheiß Position im Moment, jetzt gerade eben. Boah. Na gut, ich werde mal genauso ausschalten. So. Fischer, ja. Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Oh Mann. Naja, gut. Wenn der die ganzen Körper sieht, ist sowieso Ende im Gelände. So. Uiuiuiui. Dann doch nochmal eine schwere Stelle, muss ich sagen. Man könnte es wahrscheinlich auch anders machen, ich weiß, aber ja. So. Ich frage es immer noch, wo ich hin muss. Weit. Hier sind eigentlich Stockbooster. Ich weiß nicht, was mich hier sieht. Ja, was nur? Hell oder dunkel? Hallo? Okay, wir stehen hier ungünstig. Hirn verfrachten. Und dann ist hier offensichtlich erstmal ein bisschen Päuschen mit Wachen. Damit ich erstmal gucken kann, überhaupt wo ich hin muss. Speichern natürlich. Ja. Gehen wir mal hier gucken. Du und Kohn, ihr könnt raus. Mission erfüllt. Glaubst du, dass es sich um Pockenviren handelt? Gott bewahre. Sicher. Es hat Hinweise des syrischen Geheimdienstes gegeben, dass sie biologische Waffen herstellen. Jetzt können wir nur auf Bellagio warten und hoffen. Meinst du, das Virus hat was mit dem Springfield-Exempel zu tun? Ich will nicht einmal daran denken. Kannst du mir jetzt verraten, warum ich Dahlia töten musste? Nein, noch nicht. Ich weiß, du bist unzufrieden, aber das bringt präventive Maßnahmen mit sich. Triff Kohn und dann raus da. Dandua-Kämpfer feiern ihren Sieg. Nach dem Rückzug der US-Truppen aus 2 Stellungen in der Nähe verlas ein offizielles Statement über den strategischen Rückzug im Laufe kleinerer Gefechte. Aus Springfield, Texas, nach der obligatorischen Pockenimpfung. Impfhelfer konnten nicht sagen. Sollten uns sagen, was sie wissen. Es ist unser Leben. Dramatische Bilder des Senders Freies Indonesien zeigen den Dara Dandoa-Führer Suhadi Sardono mitten im Kampfgeschehen. Es bleibt...
Zu viele Geräusche in der Leitung. Ich bin nicht sicher, ob ich sie mit Sarah verbinden kann, bevor wir landen. Die Agency Act über Pandora Tomorrow ist fertig, wenn du landest. Du hattest recht, es ist Sardonos Lebensversicherung. Wenn er einen Anruf verpasst, wird der Virus freigesetzt. Wir impfen in Springfield, Texas. Aber bis wir wissen, wie viele Behälter es gibt und wo sie sich befinden, müssen wir Sardone wie ein rohes Ei behandeln. Hat Grimm die Anmerkungen zum Pockenvirus geschrieben? Ja, auf ihre Art ist sie eine Dichterin. Aber das bringt uns zur Sache zurück. Wenn wir in Indonesien Fehler begehen, könnte der Virus überall in Amerika freigesetzt werden. Jederzeit. Tut mir leid, Fischer. Ich bekomme Sarah nicht. Ich kann ihr sowieso nichts sagen. Das wird ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displace International durch. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut. Mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost Army Operation. Er wird dich einweisen. Aha. Springt der hier irgendwo rum? Da ist er, wa? Mahlzeit! Hallo, Shetland. Fischer, mein Gott, man trifft dich an den ungewöhnlichsten Orten. Ich hoffe, nächstes Mal ist's in den Staaten. Wird dir gerne ein Bier ausgeben und hören, wie Sarah geht. Lassen wir die Heimat, wo sie ist. Was ist das für eine Ghost Army-Geschichte? Psychokrieg. Ein Ablenkungsmanöver. Was ist meine Aufgabe? Deine Leute müssten die Einsatzziele haben. Was mich betrifft, so sollst du Sardonos Flugzeug im Lager sabotieren. Naja, wo ich schon mal in der Gegend bin? Danke. Ich habe ein Dutzend Scharfschützen um das Lager platziert. Du wirst sie nicht sehen, aber du solltest sie nicht vergessen. Aha. Es war schön, dich wiederzusehen, Shetland. Sobald wir zu Hause sind, trinken wir das Bier. Einverstanden. Wir sollten auch über die Arbeit sprechen, die ich für dich habe. Ich habe bereits einen Arbeitgeber. Und der hört gerade zu. Umso besser. Sie sollten wissen, dass ein Mann von deinen Qualitäten mehr Geld und Unabhängigkeit braucht. Jeder sollte nur seinen eigenen Krieg führen. Besonders im heutigen Amerika. Kannst du mir irgendwas über Sardono berichten? Warum ist sein Leben so wertvoll? Meine Jungs hatten eine Menge Gelegenheiten, ihm eine Kugel zu verpassen. Nein, sorry. Ich habe ein Dutzend nervöse Finger am Abzug. Da ist ein Nein schwer zu akzeptieren. Alles Gute, alter Mann. Alter Mann. So. Dieses Seil schreit förmlich danach. Gegriffen zu werden und daran runterzurutschen. Frage ist natürlich, wie unauffällig sind wir hier in dem Gebüsch? So, hier ist erstmal dunkel. Aha. Guten Tag. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Ja, ja. Du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. Erzähl doch nicht. Bin hier voll Geist und so. Naja, hätten wir auch anders lösen können, ich weiß. So, den werden wir mal hier in den Busch schmeißen, wa? So, den noch dazu und dann... Diese Pflanzen hier sehen auch wieder sehr merkwürdig aus.
glaube, das ist irgendwas Illegales. So, Licht aus. Naja. Gut, das bringt nicht viel. Wollen wir mal hier in die Zelte drin gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Was haben wir denn hier? Oh, einen schicken Kassettenrekorder. Ich weiß nicht, ob es zu damaligen Zeiten schon CD gab. Ich glaube schon. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da ist das hier scheiße hell. Licht denn hier rum? Ringgeschoss. Das nehmen wir mit. So, werden wir auch gleich mal laden. Ach, wir haben ja hier so schöne Sachen. Ach, hey, Rauchgranate, Taser, mal Bus ein. Naja. Nochmal vorher mal laden. Okay, dann nicht. Es ist zu dunkel und zu hell. Irgendwie. Können wir mal die Werbebildkamera anmachen. Hier ist irgendwie gar nichts. Okay. So, ich würde sagen... Uhuhu, hallo. Ey, guck mal hier. Waren die nächsten zwei? Ab ins Gebüsch. Ich hoffe, hier liegt nur irgendwo Munition rum. So. Weiter geht's. Mal gucken, ich weiß ja nicht, wo ich so richtig hier lang muss. Aha. Ja, und ich habe nicht abgespeichert. Verdammte Scheiße. Das wird ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displays International durch. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut. Mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost Army Operation. Er wird dich einweisen. Hallo Shetland. Fischer, mein Gott. Lassen wir die Heimat, wo sie ist. Psychokrieg. Was ist meine Aufgabe? Deine Leute müssten dir... Naja, wo ich schon mal in der... Danke. Ich habe... Es war schön, dich wiederzusehen, Shetland. Einverstanden. Ich habe bereits eine Arbeit... Umso besser. Kannst du mir irgendwas über... Nein. Sorry. Ich habe ein Dutzend. Du bist über alles wichtig. So. Jetzt mal ein bisschen Concentration. Speichern. Natürlich. Bin ja so getarnt. Frage mich nur, warum der Typ einen Headshot aushält. Die ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Aber na gut. So, Ringgeschosse nehmen wir wieder mit. Thank you.
Taser an und los. So, wo sind die Typen? Da sind sie. Komm ran, Junge. Essenzeitig. So, machen wir das mal ein bisschen anders. Muss da noch einer sein, wa? Das war was, wa? Haben wir gut gelöst. Oh Mann, Alter. Vielleicht sollte ich eine kleine Spielpause einlegen. Ach nee. Muss ein wenig mich konzentrieren. Oh, hier ist ein bisschen hell. So. Ich sehe aber auch gar nichts. Ja, da ist schon was zu sehen, aber schlecht war. Boah, krass. Komme ich hier überhaupt vorbei? Oder muss ich wie ein Äffchen? Ich sehe Laserstrahlen. Ist das richtig? Passiert, wenn ich jetzt hier durchlaufe? Deaktivieren. Hier noch mehr? Aha. Okay. Die Frage ist, wann hört das hier auf, ne? Dieses kleine Minenfeld. Aha. Ist er tot? Ja. Eieieiei. Speichern. Naja, mal ab und zu mal können wir ihn deaktivieren, wa? Mal schon mal so direkt vorbeilaufen. So, da ist noch eine.
Ich denke mal, das war es, wa? Wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen hier? Und wie halt da oben ihn gesehen? Hab ein bisschen Angst vor weiteren Minen.